Lindy-Labor für Pokémon und Naturforschung. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Eglardom zu einem neuen Let's Play. Wir spielen New Pokémon Snap. New Pokémon Snap mit dem Zwergenfürst. Hey, hier drüben. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Lindy-Labor für Pokémon und Naturforschung. Mein Name ist Mirror. Ich erforsche hier auf der Floreo-Insel Pokémon und ihre natürlichen Lebensräume. Aber das ist noch nicht alles. Der Professor hat vor, alle anderen Inseln der Lindy-Region zu erkunden. Das hat bisher noch niemand gemacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Aber, hast du etwa Vince vergessen? Ups, natürlich nicht. Du hast sie auch gelesen, oder? Die Geschichte des Abenteurers Captain Vince. Aber das ist schon 100 Jahre her. Deine Forschung ist viel wichtiger, Professor. Ach, der Enthusiasmus der Jugend. Das ist Rita. Sie ist die Tochter eines guten Freundes und besucht mich hier während der Schulferien. Aber Professor, ich bin doch nicht zu Besuch hier. Ich bin deine Assistentin. Ach ja, wie konnte ich das vergessen? Du bist mir natürlich eine große Hilfe. Nun gut, es wird Zeit, dass ich dir erkläre, was dich bei diesem Schnupperkurs erwartet. Aber lasst uns erstmal ins Labor gehen. Da können wir uns besser unterhalten. Okay, mir nach. Ich zeig dir den Weg. Also, wo waren wir noch gleich? Ach ja. Wie du sicher schon bemerkt hast, leben in der Lindy-Region viele verschiedene Pokémon. Sie zu fotografieren hilft uns mehr über ihre Lebensweise und die Umgebung zu erfahren. Und dabei brauchen wir deine Hilfe. Du wirst bei diesem Schnupperkurs ganz viele Fotos von ihnen schießen. Nichts kann man sogar... Nachts kann man sogar leuchtende Pokémon begegnen. Die sind wunderschön. Also dann, hier deine Forschungskamera. Ich habe die gleiche. Mit ihr können wir untereinander und auch mit anderen in Kontakt bleiben. Ganz genau. Und mit dieser Kamera kannst du nicht nur fotografieren, sondern auch kommunizieren und Daten analysieren. Sie dient zusätzlich als eine Art Mitgliedsausweis. Also pass gut auf sie rauf. Das darf kein Fall verlieren. Verliere sie bloß nicht. Was? Na, was sagst du dazu? Der Wahnsinn, oder? Der Professor hat sie selbst entwickelt. Professor, darf ich ihm erklären, wie sie funktioniert? In Ordnung, dann lasse ich das meiner Assistentin. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Vorbereitungen treffen. Okay, dann lass uns gleich mal nach draußen gehen. Die Erklärungen in der Einführung beruhen auf der Standardknopfbelegung. Mal sehen. Ah, perfektes Timing. Versuch mal, dieses Pokémon zu fotografieren. Mit A kannst du ein Foto machen. Ah, okay. Und da machen wir schon ein kleines Tutorial. Ein Vivillon haben wir hier. Ja, ich warte nur ein weibliches mit Blumenmuster. Ich warte nur, bis es schön da ist. Ja, ich weiß. So vielleicht. Ja, gut so. Und jetzt bewege mal die Kamera, bevor du das nächste Foto machst. Siehst du die runde Markierung in der Mitte? Das ist der Zeiger. Mit L kannst du
den Zeiger bewegen. Die Kamera folgt der Bewegung des Zeigers. Versuch es nochmal. Okay, jetzt müssen wir hier nach dem Schmetterling suchen. Dank dem Gyrosensor kannst du dafür auch die Bewegungssteuerung nutzen. Oh, sieh mal, da kommt ein Pikachu. Versuch mal ein Foto von diesem Pikachu zu machen. Richte zuerst das den Gyrosensor auf das Pikachu. Pikachu, hast du die viereckige Markierung gesehen, die um das Pikachu herum erschienen ist? Ja, schon. Sie zeigt, was das Hauptmotiv des Fotos ist. Das sollst du dir gut merken. Das spielt nämlich eine wichtige Rolle bei der Fotobewertung des Professors. Dann versuch mal ein Foto zu schießen. So vielleicht. Genau, gut gemacht. Aber weil Pikachu so weit weg ist, sieht es klein aus. Nicht wahr? In solchen Momenten kannst du die Zoom-Funktion nutzen. Dachte ich mir schon fast. Halte ZL gedrückt, um den Zoom zu nutzen. Er bleibt aktiviert, bis du die Taste loslässt. Und jetzt schieß mein Foto aus dem, wo das Pikachu schön groß drauf ist. Sehr schön. Toll, hast du gesehen, wie viel größer es aussah? Der ganze Körper deines Motivs sollte groß in der Mitte des Rahmens zu sehen sein. Sieht aus, als hättest du schon den Dreh raus, was deine Kamera angeht. Das machst du toll. Ach ja, in Optionen kannst du Kamera-Gyrosensor-Steuerung anpassen. Diese Einstellung kannst du auch während einer Erkundung im Pausenmenü vornehmen. Professor, ich bin fertig mit der Erklärung. Alles klar. Na, hast du dich mit der Forschungskamera vertraut gemacht? Ich werde gleich mal die Fotos bewerten, die du geschossen hast. Zunächst musst du dafür ein Foto pro Pokémon auswählen. Ich bewerte sie dann mit einem speziellen System, das ich entwickelt habe. Zeig mir einfach die Fotos, die dir am besten gefallen. Okay, das ist ziemlich viel Text hier. Es gab sogar eine Sprachversion, die ich bewusst ausgeschaltet habe. Langsam bereue ich es. Naja, wir werden sehen. Vielleicht kriege ich die noch irgendwo einstellen. Es gibt eine englische Sprachversion. Will den Pikachu ohne aus? Ja, ein kleines Tutorial hier. Ja, mit den Pfeiltasten kannst du dein Foto auswählen. Hast dein Foto ausgesucht, das du mir zeigen willst, drücke A. Ich will das hier. Ja, das nehmen wir. Ein Wavillon-Ordner. Da gibt es ja nur eins. Drücke A und Fotos zeigen. Sehr schön. Prof. Mörs, check. Dann werfen wir mal einen Blick auf das erste Foto. Pikachu. Neu. Das ist ein Pikachu. Das ist das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografiert hast. Das erste, was bei einer Bewertung mache, ist dem Foto eine Anzahl von Sternen zuweisen. Okay, dies hat nur einen Stern bekommen. Diese Unterscheidung habe ich mir ausgedacht, um das Verhalten der Pokémon besser verstehen und einordnen zu können. Je ungewöhnlicher das Verhalten des Pokémon ist, desto mehr Sterne bekommt das Foto. Ist ganz einfach, oder? Also wenn ich das Pikachu beim Teekränzchen erwische, während es an einem Tisch sitzt mit einem anderen, und das Fotografieren, dann ist das natürlich Gold wert. Und das hier natürlich, ja, verstehe. Das Prinzip ist klar. Journalismus. Wenn das Pikachu in der Dusche erwischt und fotografierst, dann ist das natürlich, ja, dann bringt das hohe Punktzahlen. Ist ganz einfach, oder? Aber bedenke, dass die Anzahl der Sterne keinen Einfluss auf die Punktzahl hat.
Diese hängt von anderen Kategorien ab. Bei der Bewertung einer Kategorie nutze ich Daten, die von der Kamera vor und nach der Aufnahme aufgezeichnet wurden. Okay, dann fangen wir mal an. Zuerst sehe ich mir die Pose an. Hier geht es darum, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. Je besser dein Timing ist, desto höher die Punktzahl. Bei der Größe wird der Name schon, wie der Name schon sagt, die Größe des Mannes auf dem Foto bewertet. Bei Blickrichtung kommt es darauf an, wohin das Pokémon schaut. Versuche es möglichst von vorn zu fotografieren. Macht Sinn. Positionierung bewertet die Bildkomposition. Achte immer darauf, dass das Pokémon in der Mitte des Fotos ist. Du bekommst zusätzliche Punkte, wenn auf dem Foto noch weitere Pokémon zu sehen sind. Ich weiß, das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Fürs Erste soll es reichen, wenn du dir einfach nur das Folgende merkst. Betätige den Auslöser, wenn das Pokémon schön groß und mittig zu sehen ist. Okay, wenn man das alles berücksichtigt, sieht deine Bewertung folgendermaßen aus. 500, 674, 800, 1912, weiterer Pokémon 0, Hintergrund, Strich, Gesamt 2905. Pose, Größe, Blickrichtung, Positionierung, weiterer Pokémon Hintergrund, okay. Toll, kaum zu glauben, dass du das zum ersten Mal gemacht hast. Okay, ein Stern. Und man muss dann einmal 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne fürs Album holen oder was. Auf diesem Foto sieht man ein Wildon. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Es flieht gerade. Nicht schlecht. Das Foto kann sich sehen lassen. Das war aber schlechter. Das ist schlechter als das erste. Denk immer daran, dass der ganze Körper des Pokémon groß auf dem Foto sein sollte. Okay, unsere ersten beiden Fotos. Was sagst du dazu? Mach viele Fotos und lass sie bewerten. Und so deinen ganz eigenen Pokémon... Plastikflasche nehmen wir auf dem Tisch. Um so deinen ganz eigenen Pokémon-Fotowix zu erstellen. Das ist das große Ziel. So, genug geredet, das Abenteuer ruft. Allerdings. Und weiter wird geredet. So, jetzt ist alles fertig. Diese Gefährt wird dich auf deinen Erkundungen sicher transportieren, damit du in Ruhe Fotos schießen kannst. Darf ich präsentieren? Das ist das Neo One. Mit ihm kommt man in 0, nichts, auch an weit entfernte Orte. Das ist der Wahnsinn. Ich habe es dank der Hilfe eines Freundes vor kurzem endlich fertigstellen können. Weißt du, in Lentil gibt es nämlich einige Stellen mit sehr hohem Energievorkommen. Professor, das kannst du doch später noch als erklären. Na schön, dann steigt jetzt das Neo One und berühre die Schaltfläche vorne mit deiner Kamera, um loszulegen. So, berühre. Und auf geht's mit der Neo One. Ein Fotomobil. Genieße deine erste Erkundung. Uha. Dann geht's aber steil ab. Fotos auf der Nintendo Switch speichern. Du kannst da Fotos auf Konsole speichern. Okay. Oh, okay. Das ist der Eingang, den Neuro Naturpark. Schon mal ein paar Fotos machen hier. Oh, ein Dodri. Oha. Da haben wir sogar mehrere drauf.
Ich bin auch ungeübt. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Das ist mein erstes Mal Pokémon Snap. Noch ein paar Dodri-Bilder schießen. Ach, verdammt, von hinten. Okay. Ich habe das Original Pokémon Snap nicht gespielt. Ich spiele jetzt zum ersten Mal hier. Oha! Riesig. Wir können auch zoomen, ich weiß. Ein Wompel. Vielleicht zwei von der Sorte. Sehr schön. Oha. Was haben wir denn da? Eine Kristallblume. Faszinierend. Svarones. Sehr schön. Ich da hinten ein Carpador. Sehr schön. Ein Bidiza von hinten. Sehr schön. Uha, jetzt. Ein Bidiza. Die Fotosafari geht los. Wahrscheinlich bin ich blind und sehe die Hälfte nicht. Oh, hier können wir nochmal ein recht gutes Foto vom Carpador machen. So, wo nix. In den Lüften. Was haben wir da? Ach, Schwanoness. Das fliegt. Oha, hier haben wir noch einen Wompel. Dann haben wir einige Fotos hier zum Präsentieren. Hübsch. Oh, hier haben wir Kurelei. Und da kommen die ja ran. Und da hatten wir jetzt gerade. Und das wär's jetzt mit dem. Verdammt, warum? Ich hätte jetzt mehrere Schwalbini drauf gehabt und so. Ah, sehr schön. Oha. Jetzt geht's zurück ins Labor. Hätte ich wohl noch, es ist mein erstes Mal. Hätte ich bestimmt noch einige bessere Fotos machen können. Aber gut, Parktag, Fotos geschossen 22, Pokémon fotografiert 9. Willkommen zurück, hattest du Spaß bei der Erkundung des Floreo Naturparks? Dann wähle mal die Fotos aus, die ich mir ansehen soll. Genau wie du es beim letzten Mal getan hast. Und denk dran, nur ein Foto pro Pokémon. Das wird jetzt knifflig, das wird die Ware. Oha, ja, das sieht jetzt natürlich. Ein Dodri. Aber das hier noch, das hier noch. Das hier finde ich gar nicht schlecht. Ja, da rennt er irgendwie weg. Und wird das nehmen, das noch ein anderes Pokémon mit drauf, das zählt besser. Ja, eindeutig. Hier das. Dann haben wir nur das. Sieht trotzdem ganz gut gelungen aus. Ja, Svarones. Zu zweit auf dem Bild. Dann würde ich das nehmen. Ein Carpador.
Aber das hüpfende Carpador. Und da bin ich rangezoomt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel das bringt. Das bringt an Nummer 1. So für eine Carpador ist das außergewöhnlich. Jetzt bringt mehr. Okay. Am Bediza. Von hinten. Der Arsch fotografiert. Oh, das ist am ehesten. Da sieht der einen noch in die Kamera. Ja, das ist. Ich würde trotzdem das hier nehmen. Schwalbini. Nehmen wir. Und alle nur Einzeldinger. Ah, okay. Ja, das ist hier. Das ist zwar nichts Klares zu erkennen, aber das sind zwei Dings. Ohne Motiv. Ja, die Blume habe ich auch noch so Fotos zeigen. Ja dann, sag mal, Professor Mirrors, check. Okay, werfen wir mal einen Blick auf die neuen Fotos. Vivillon. Okay, 2763. Aktuelles Foto. Oha, da hat sich was verbessert, definitiv. 3706, neuer Rekord. Dann gibt man daran den ganzen Körper des Pokémon auf dem Foto sein sollte. Möchtest du das Foto im Fotodex behalten oder soll es mit dem ersetzt werden, was du gerade geschossen hast? Ersetzen natürlich. Dodri. Ein neues. Okay. Wie sieht denn da die Wertung aus? Oh, auch eine 3000er Wertung. Nicht ganz so hoch wie das andere, aber okay. Akzeptabel. Wampel. Ja, auch solide. 3000er Wertung. Solide Sache. So, auch hier ein Stern für. 3900. Auch nicht schlecht. Nicht übel. Ja, wahrscheinlich nicht so gut, aber für den Anfang akzeptabel, würde ich sagen. Die Übungsfotos waren schlechter. Wir haben hier noch keine Rekorde aufgestellt, aber okay. Es gibt zwei Sterne. Das ist interessant. Das ist eine Punktzahl. Okay. Schlechteres Foto, ja, es ist von hinten rangezoomt werden können. Aber zwei Sterne Foto. Blitzer von hinten. Ja. Ist glaube ich nicht so gut. Oh, doch, aber besser als das Carpador Foto. Schwalbini. Na, was haben wir da? Auch eine 3000er Wertung. Das schlechteste war bisher das Bediza von hinten. Kurelei. Das Beste war das mit von dem Schmetterlings-Pokémon. Das war auch, naja. Parktag, Forschungslevel 1. Und für die Erkundung. Ah, okay, jetzt. Na, wie ist es gelaufen? Das weißt du doch, hast du noch beurteilt. Lass mich dir zum Schluss noch erklären, was es mit dem Forschungslevel auf sich hat. Es zeigt dir den Fortschritt deiner Erkundung auf jeder Strecke an. Sprechen ist heute auch irgendwie nicht. Ich hätte, so ist es. Das war ein Fehler von mir, die Sprachversion nicht einzuschalten. Ich war dumm. Zusammen mit dem Level steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon deine Verhaltensweise an den Tag legen. Du kannst deine Forschungslevel erhöhen, indem du all die verschiedenen Situationen fotografisch festhältst. Damit ist gemeint, dass du von jedem Pokémon ein Foto mit jeweils 1 bis 4 Sterne machst. Oder einfach ausgedrückt, fülle deinen Fotodex. Das ist eigentlich das Einzige, was du dir merken musst.
Genieß deine Zeit mit den Pokémon und schieß damit jede Menge Fotos. Man würde kaum glauben, dass das dein erstes Mal auf der Strecke war. Weiter so. Na doch. Du hast einen Forschungstitel erhalten. Fotografie-Schnupperkurs. Naja. Du hast einen Forschungstitel erhalten. Schau in die Kamera. Das sind die ganzen Anfänger-Titel, die wir hier jetzt kriegen. Ein Album speichern zum Basiscamp. Speichern doch erstmal. Warum nicht? Nach den Erkundungen kannst du Fotos in deinem Album speichern, welches du im Labor unter deiner Ecke findest. Mit Foto Plus kannst du an den Fotos Änderungen vornehmen und nochmal neu aufnehmen. Probiere es mal aus. Okay. Was können wir denn neu aufnehmen? Das mit den Carbados, das würde ich das. Das Carbador würde ich vielleicht nochmal ranzoomen. Foto Plus. Ich würde hier nochmal zoomen, das ist. Ah, hier könnte ich auch noch. Ich hätte hier noch gezoomt. Hier. Sehr schön. Sehr schön hier. Das noch ganz wild gestalten. So hier. Hier gibt es noch einen Fokusbereich. Okay, wie lässt sich das einstellen? Menü einblenden, ausblenden. Sehr schön. Ach, Änderungen gehen von wie denn? Aber wie denn jetzt? Das ist Hab ich nicht aufgepasst. Menü ein- und ausblenden, zurücksetzen. Die Änderungen gehen damit von mir aus. Das ist, wenn ich nicht darf. So. Haben wir hier noch ein gutes Foto, was wir hier. Ja, das verstehe ich noch nicht so, was ist. Jetzt können wir im Album speichern, jetzt die gut gelungenen Sachen. Soll ich auch erstmal speichern? Das legendäre Vivillon. Ne, das war das legendäre Vivillon. Na, legendär ist es nicht, aber. Ich weiß nicht, was das noch später macht, aber. Ja. Zum Basiscamp. Genug im Fotostudio aufgehalten.